Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier stehen geblieben. Ich habe schon mindestens eine Woche oder zwei Wochen nicht mehr aufgenommen. An dieser Stelle, gut, Mumbo können wir jetzt noch nicht den Zug irgendwie heilen lassen. Was auch immer da zu tun wäre, das sehen wir später. Hier waren wir schon rübergehangelt und haben, was haben wir da gemacht? Die Türen geöffnet, ne? Für den Zug. Theoretisch könnten wir ihn jetzt auch schon rufen, aber das bringt, glaubt, noch gar nichts. Deswegen lassen wir das erstmal. Hier geht's hier nicht. Aber hier geht's zum Mumbo und das können wir jetzt eh noch nicht machen, weil wir noch keinen Globo haben. Der will ja immer Bezahlung, der Raffgeier. Und da haben wir eine nächste Warp-Dings, ne? Warp-Röhre, wie komme ich denn darauf? Wie komme ich denn überhaupt dahin? Es gab doch hier irgendwo... Moment. Ah! Hilfe, mein Herz! Bleibt mir bloß weg. Hier geht's irgendwo runter, ne? Und dann fährt da so eine geile Brücke raus. Ha! Ich wusste es. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo den Globo, den wir jetzt eigentlich noch gar nicht brauchen. Erstmal das aktivieren. Eigentlich total unnötig. Aber wer halt die Augen nicht offen hat beim Rumlaufen, der sieht das nicht. Und hat daran auch erstmal zu knabbern an diesem Rätsel. Hinauf, Banjo, beziehungsweise Kazooie. Banjo lässt sich einfach mal tragen, der fette Bär. Ach, da geht's zur neuen Welt, die ich noch gar nicht geöffnet habe. So was aber auch. Teleporter nennen wir ihn so. Da brauche ich nicht irgendwie Transportröhre oder so nennen. Ah, wir hören schon. Ein gewisses Wesen, was ich schon angesprochen habe. Was mir dann später von Nutzen sein wird. Ah, die Schuhe kann ich noch nicht anziehen. Wir hören schon die neue Musik. Und da ist er, der Globo. Komische Viecher sind das. Wahrscheinlich werden die eh getötet, um den Zauber überhaupt ausführen zu können. Den Mumbo und Tumba immer dann vollziehen. Es muss ja einen Grund haben, dass sie das Teil wollen. Das ist überhaupt nicht grausam. Kleine Viecher zum Zaubern zu töten. Tuje Lagune. Wir wollen zur Lagune. Was steht denn eigentlich da drauf? Machen Sie einen entspannten Urlaub in Tuje Rogers Lagune. Mieten Sie Wellenreiter in Blubbers Laden. Bestimmen Sie Fandus, Fundgrube oder erfrischen Sie sich in Tulis Spelunke. Vergnügen für die ganze Familie. Da würde ich gerne rein, aber es ist zu. Deswegen müssen wir das erstmal aufmachen. Da habe ich ganz vergessen, dass ich da noch nicht da, ja, 14 Puzzles habe ich locker. Ich sehe gerade zwar nicht, wie viel ich habe. Zum Glück kann ich mich da einfach mal teleportieren lassen. Das ist auch so die Frage, wozu brauchst du denn überhaupt normale Teleporter? Man kann sich auch sowieso fast überall teleportieren lassen. Ich habe sogar doppelt so viel, aber hallo. Da kann ich ja jetzt noch einiges mehr freischalten. Das ist jetzt Welt Nummer 4. Jolly Watchers Lagoon. Von 8 plus das Endlevel. Jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Ich bin so schlecht in diesen Dingern, aber sie machen mir trotzdem Spaß. Aber auf Zeit ist es immer so eine Sache. Das war ja immer... Au! Oh, ich wollte es da reinmachen. Ich habe irgendwie gewusst, dass es da reinkommt, obwohl es total unsicher war. Dann gehen wir oben hin. Total willkürlich und ohne Plan und ohne Ziel. Irgendwann passt es. Moment. Da geht's hinein. Da muss man immer auf die Ränder achten, ne? Diese altbekannte weise Spruch, erstmal die Ränder machen. Zack. Ja, das schaffen wir locker und vom Hocker. Ihr könnt ihr sogar im Stehen machen. Moment, hier oben. Ich bleib trotzdem sitzen. Ah, man sieht schon, eine Grotte, die wir dann besuchen werden in der Welt. 14 Sekunden noch, also hallo. Hört Puzzlos, Aufgabe 4 gelöst. Nun wird ihm den Weg weisen. Zeig ihn mir, alter Puzzlo-Typ. Puzzlekopf. So kann man ihn nennen. Alter Puzzlekopf. Ja, warte. Siehe, die Macht des gewaltigen Puzzello. Wenn er jetzt zufällig... Hexoland, hohe Klippe. Jemand vor der Tür steht. Da oben links ist eine Dings. Eine Einkerbung gewesen, da steht bestimmt ein Ginger drin. Wenn jetzt zufällig jemand vorne dran stehen würde, der würde jetzt voll, boah, wie von der Ionkanone bei Command Conquer zerfetzen. Und da geht das Tor auf.
Bin gespannt, ob die Gitterstäbe gleich noch da sind, wenn ich da bin, oder ob die dann irgendwie verschwunden sind, weil die dann ja keine mehr braucht. Ist ja offen. Er ist in der Tat der Auserwählte. Er hat sogar genug Puzzellos für Puzzellos. Aufgabe 5. Dann machen wir die doch. Für Nummer 6 sollte auch noch genug schon da sein. Hab so viel schon geschafft. Nach der nächsten Welt habe ich wohl schon die Hälfte etwa geschafft vom ganzen Spiel. Nach um die 30 Videos. Wenn ich das mal so vorgreifend abschätzen und resümieren darf. Bin gespannt. Na, das war falsch. Das ist die Dinosaurierwelt, die man unschwer erkennen kann. Jetzt nicht meine beliebteste. Bin gespannt, wie ich die schaffe. Da weiß ich nicht, nehme ich nicht mehr so viel davon. Aber von der nächsten, die jetzt kommt, Jolly Watchers Lagune, da weiß ich ein bisschen mehr noch. Aber auch nicht alles. Mal gespannt. Wieso mache ich hier jetzt so auf gut Glück? Ich sollte mich ein bisschen mehr auf die Rennen da konzentrieren. Die guten alten Rennen da. Da haben wir noch einen Rand. Haltet doch all den Rand. Ich mach das schon. Lacht mich nicht aus. Wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Nur das akzeptiere ich. So. Wir sind ja nicht umsonst auf YouTube. Eben darum, weil man nicht miteinander reden kann, sondern nur Daumen geben kann. Nee, dafür war Facebook eigentlich da, glaube ich. Und da gibt es auch nur einen Daumen nach oben. Also, nur eine Meinung. Was macht er denn da? Er tut sich selber weh. Er hat Puzzellos Aufgabe 5 gelöst. Nun wird er ihm den Weg weisen. Das wird eine sehr unspektakuläre Folge, in der ich einfach nur neue Welten öffne. Wusste ja nicht, dass das noch aussteht. Ich hatte ja schon mal ein paar auf einmal geöffnet. Waren scheinbar nur Welt Nummer 2 und 3. Gar nicht mal so viel. Aber jetzt werden es 3 auf einmal sein. Und ich befürchte, die nächste Welt, die ich öffne, die wird mir überhaupt nicht gefallen. Zum Glück dauert es noch eine Weile, bis ich zu der hinkomme. Hier waren wir auch noch nicht. Im Ödland. Aber wir sehen den Grabbohrer, die Grabbohrerspuren. Also müssen wir hier auf jeden Fall hin. Sowieso, denn hier ist dann mal wieder eine Welt. Oh ja, tolle Musik. Er ist in der Tat der Auserwählte. Er hat sogar genug Puzzellos für Puzzellos. Aufgabe 6. Dann lasst uns machen 6. Ich habe genauso viele, 28 Puzzleteile, also eine weitere wird nicht auf keinen Fall gehen. Puzzellos Aufgabe 6. Jetzt muss ich mich ein bisschen ranhalten, es wird ja immer schwieriger. Ich will da nicht versagen, das wäre peinlich. Ich glaube, einmal ist es mir sogar schon passiert, das war ziemlich am Anfang. Das war ja übel. Kann das wirklich sein? Ja, das sieht... Manchmal weiß ich nicht, warum es passt. Obwohl es eigentlich mehrere Möglichkeiten gibt, aber irgendwie rieche ich manchmal, dass es stimmt, aber manchmal eben auch nicht. Aber irgendwie ist das wohl vom Wahrscheinlichkeitsprinzip abhängig. Nein, genau das meinte ich. Zack. Ey, was ist das hier für ein? Der passt da rein, ja. Oh, das ist die Welt, sehe ich gerade. Das ist Gruntis Fabrik. Au, oh, Gruntilda, die hier meistens nur Grunti genannt wird. Jo. Immer noch 40 Sekunden, wow. Moment, da unten links ist noch eins. Ich hab's gerade nicht gesehen. Übel. Oh, seht euch diese Räumlichkeiten an. Ich glaube, die mag so gut wie keine. Vom Design höchstens, aber das ist so irgendwie so ein bisschen wie bei Zelda der Wassertempel. So unübersichtlich und durchaus schwer und rätselhaft. Voller Geheimnisse. Wo man ewig braucht, bis man durchblickt. Wobei das hier nicht mal gegeben ist, dass man überhaupt jemals durchblickt. Was aber nicht heißt, dass man nicht doch 100% schaffen kann. Man kann es einmal alles schaffen, Hexeland, Sumpfgebiet. Aber ob man wirklich verstanden hat, dann, was man geleistet hat, das ist... Da oben ist Shinjo. Das ist eine andere Sache. Grunti Industries. Ich glaube, die haben einfach Grunti gesagt, weil es kürzer ist als Gruntilda. Klingt aber irgendwie ein bisschen verharmlost, was dem Spiel nicht gerecht wird. Das ist wesentlich düsterer als noch Banjo-Kazooie. So, noch eine Welt kann ich ja nicht öffnen. Für Aufgabe 7 hat er nicht genügend Puzzellos.
kehre er zurück, wenn er genügend gesammelt hat. Ich kann jetzt leider mich hier nicht teleportieren. 36, boah, 8 Puzzle los brauche ich noch. Übelst viel. Jetzt muss ich halt zum nächsten Teleporter rennen. Habe ich 6 gesagt? 8 brauche ich. Nee, ich habe 8 gesagt. 8 Puzzleteile brauche ich noch. Warum auch immer die hier puzzellos heißen, ist auch seltsam. Sollte ich noch irgendwo was machen mit Cheats? Ich glaube. Lass mich überlegen. Das sehe ich hier aber nicht, ne? Fundsachen. Glaube. Eine Cheater-Seite wollte ich noch holen, bevor ich die ersten Cheats aktiviere. Bis dahin wird es noch nicht so notwendig sein. Auf zur hohen Klippe und endlich die neue Welt besuchen. Und fies wie ich bin, mache ich dann erstmal einen Schnitt. Denn wir haben schon wieder 11 Minuten aufgenommen. Das reicht. Und da oben mit den Schuhen, die wir drüben gesehen haben, wenn ihr euch noch erinnert, hinter diesem Gebäude gab es Hochlaufschuhe. An der Wand Hochlaufschuhe. Das können wir dann später machen und den Chinch holen. Okay, die Tür ist noch da. Ich dachte, die wäre weg. Schätze mir vorstellen können. Dann, welche Eier brauchen wir? Egal. Beim nächsten Mal geht's hier rein. Bis dahin. Tschüss.